Ja, moin moin, Herr de Van. Das ist ja in Ordnung. Ja, ich habe gerade mal Ihr neues Konzept durchgeguckt. Also einfach perfekt wie immer gelogen. Also völlig gut. Da steigt auch der Normalverbraucher nicht hinter, wie das wirklich gemeint ist, was Sie in Ihrem Konzept eingebaut haben. Nee, natürlich, klar doch. Solange die Kunden zahlen, ist das doch okay. Und vor allen Dingen auch gesund sind. Und wenn es nachher auf dem absteigenden Ast ist, dann ist doch logisch, dass man dann sehen muss, dass sie so schnell wie möglich wegkommen von der Platte. Denn sind das ja unnötige Kostenträger. Also das funktioniert nicht. Nee, das ist schon gut. Lügen Sie einfach weiter so. Und dann habe ich dann noch die Sache, ich kriege den letzten Anruf auf Segeberg. Die Sache mit den Segeberger Kliniken ist ja immer noch nicht vorbei. Da streiten sich noch, andere Instanzen, sagen wir das einfach mal so. Nö, von meinem Anwalt Smollig, nö, der macht im Moment ein bisschen toten Mann. Und Dr. Kossen in Segeberg, keine Ahnung, von dem so nichts weiter gehört. Ich weiß nicht mal, ob er noch lebt, der Junge. Nein, also, das Konzept ist in Ordnung. Veröffentlichen Sie das ruhig weiter und mit unserer Sache sehen wir dann. Ja, ach, Herr Dibbern, machen Sie sich doch keine Sorgen. Der Meier, den haben Sie abgeschossen, ne? Der ist das Bauernopfer und Sie sitzen ja jetzt immer noch am Drücker. Also, ich denke schon, das ist in Ordnung. Machen Sie einfach weiter so, aber passen Sie hübsch auf Ihre Familie aus, weil man weiß immer nie, wie die Behörden und Mafia und alle so reagieren. Das weiß man ja nie. Also einfach nur ganz normal aufpassen, denn wenn Sie schon solche Konzepte rausbringen, dann müssen Sie auch mit Reaktionen rechnen. Das ist wie in der Politik. Ja, okay. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf und also Sie bieten mir jetzt einen Vergleich an. Ja, wir wollen mal sehen, was wir machen. Aber mir geht natürlich auch immer eher der Spaß vorm Vergleich. Nein. Ach, sehen Sie, meine Arbeit, die muss nicht so viel kosten. Da müssen Sie nicht so viel Gedanken machen. Ich bin einfach ein netter Kerl und antworte immer ganz genau so, wie man mich halt anspricht. Ja? Okay, Herr Dibbern, alles Gute. Bis dann, tschüss.